Und wal'iyadu billah, finden wir heute unter den Muslimen Leute. Wenn sie in einer Sitzung sitzen und jemand wird gelobt, dann nehmen sie das als Angriff gegen sie. Und dann versuchen sie, Fehler bei den gelobten Personen zu finden. Oder die versuchen, über die Person schlecht zu reden. Die suchen nur nach dem Schlechten. Die suchen nicht nach Guten. Die Leute, die vor uns waren, liebe Muslime, die haben nicht viel gebetet und nicht viel gefastet. Und so wurden gefragt, unsere Großgelehrten, wie kamen diese Leute ans Paradies und warum sind sie besser in Iman? Die haben gesagt, das war nicht durch viel Gebet und durch viel Fasten, sondern das war durch das reine Herz. Deshalb gibt es einige. Wenn die in einer Sitzung sitzen und jemand wird gelobt oder von jemand wird gut gesprochen, dann versuchen sie Fehler bei der Person zu finden. Sie versuchen diese Person anzugreifen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas gegeben hat, Allah gibt Rizq, du kannst das nicht verhindern. Wenn eine Person zum Beispiel jetzt, eine Person hat etwas Neues gekauft, dann sagt man, bestimmt diese Person hat das geklaut, bestimmt hat diese Person was gemacht, bestimmt gibt es Haram dabei. Allah subhanahu wa ta'ala lässt eine Person erfolgreich sein in seinem Leben. Bestimmt gibt es hinter dieser Sache. Alle sind so. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn du diese Eigenschaft hast, dann sollst du gewarnt werden, lieber Muslim. Das ist ein Zeichen, dass dein Herz nicht sauber ist und dass dein Herz nicht rein ist und dein Herz ist krank. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.